Müssen wir in die Kampfstellung gehen. Dann werden wir unten aufmachen. Den grünen Rucksack habe ich übersehen gehabt sogar. Boah. So, wo ist der Zombie? Ah, das sind ja keine Autoworks. Wo hast du welche gesehen gehabt? Ah, da drüben. Sollte in einen Zombie-Bett-Mac machen einmal. Wenn ich wüsste, wo er ist. Ja. Ich glaube, der Zombie war einmal da. Keine Ahnung. Laufen wir weiter. Laufen wir zu den Autos einmal dahin. Da könnt ihr die MP5 auftauchen. So. Oh, boah. Wo ist der einmal aufgetaucht? Na. Na. Ja, jetzt hat er mich geschlagen. Das hat natürlich jetzt sein müssen. Er hat sich selber umgebracht. Nein, nein, der hat sich nicht umgebracht. Ich hätte geglaubt, der war weg, aber ich hab's ja auch keinen gesehen, oder? Ich habe ihn nicht gesehen gehabt. Das war so, pff, keine Ahnung. So, wieder auf. Bei den Militärfahrzeugen muss man da bei manchen genauer schauen oder wo soll man da schauen, Smoke? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen noch was sagen dazu. Ich weiß da bei denen immer im Kofferraum, aber bei den Militär gibt es da auch noch irgendwelche Punkte. So. Da ist aber auch nichts drinnen. Damals das letzte noch Auto. Eine Dose Cola. Bei den Militärfahrzeugen meist Kotflügel oder Sitz, okay. Dann meine Karte, was ist denn das für eine? Die West habe ich eh schon. So, dann schauen wir noch mal rüber zu dem Militärfahrzeug. Kotflügel oder Sitz sollen wir da eher schauen. Okay, das ist aber nix. Ja, da ist auch nichts. Passt. Das hintere lasse ich aus, da brauche ich nicht hin. Dann gehen wir gleich rüber in die nächste Stadt da, würde ich sagen. So, ganz kurz nochmal rausswitchen. Wow, 10 Zuschauer. Servus an Auto. Habe gerade gesehen, dass du auch dabei bist. Ich hätte nicht geglaubt, dass so viele zusehen. Alle herzlich willkommen. Macht sich Accounts, dann können wir miteinander reden. Ein LS wäre mal cool. Ja, LS, ja, schauen wir mal. Keine Ahnung. Da ist die Qualität, finde ich, halt wirklich mies dann. Bei LS, weil du brauchst da wirklich gut. Eine Wahnsinnsverbindung. Und LS nachher hochladen. Halt die Projekte, was ich machte, werden sicher nicht mit Stream sein. Kann sein, dass es sich Hitbox und Windows 8 nicht verträgt. Am Computer geht's bei mir immer noch nicht. Ich werde das beim nächsten Mal nachfragen, wenn ich in Wurstkäse wieder sehe. Der ist nämlich, normalerweise sollte es da nicht ge Probleme geben, aber du könntest mal schauen, ob es vielleicht eine App gibt von Hitbox für Windows 8 schon, dass das besser nachher funktioniert. Oder es gibt auch eine Seite, da kannst du Multi, so wie beim, es gibt ja Multi-Twitch, halt, dass du mehrere Streaming-Kanäle gleichzeitig schauen kannst. Da gibt es auch eine Seite für Multi-Hitbox. Halt, ich habe das vorher einfach reingeben, Hitbox, Multi-Twitch, Hitbox oder so irgendwas in Google und habe das gefunden. Vielleicht kannst du da mal meinen Link angeben oder meinen Stream und dann, ob es dann geht. Super. Schreibt sie das bitte immer in die Kommentare, was ich gerade erzählt habe. Dann brauche ich das nicht, weil selber schreiben geht jetzt gerade nicht wirklich. Beziehungsweise will ich kein Stammbild haben die ganze Zeit. Zombies links? Was? Das sind keine Zombies. Links hinten. Ja, du willst mich verarschen, oder? Da war doch kein Team im Zombie. Ja, dann lass ihn stehen, wenn er steht. Dann. Solange er steht, macht er keinem was.
Nein, das ist schon klar, nein, den habe ich wirklich übersehen gehabt. So. Schauen wir mal, kommen wir darauf. Nein, ich bin gespannt, wie wirklich der Qualitätsunterschied ist. Da bin ich schon gespannt, was sie sagt. Ab bei den Kommentaren nachher. Der erste Part kommt eh schon morgen. Dann sehen wir es eh gleich. Werde mal die Woche werde ich aufmachen. Also 2 Stunden hätte ich jetzt geplant. Keine Ahnung, so circa 22 Uhr müsste das sein, wenn es aus ist. So, da haben wir jetzt die Schule mal als nächstes wieder, dann drüben die Polizeistation und dann geht es weiter in Richtung Airfield. Und dann Military Base und so weiter und so fort. Ich muss auch noch meinen Hitbox-Seite ein bisschen unten überarbeiten. Da habe ich nur angefangen schon und. Oh, du hast ja was gesehen, ich soll ja was machen. Ganz vergessen. Okay, da kann man die Tür nicht zumachen. Ja, ich sag jetzt nichts mehr. So, Military Flasche, die nehmen wir mit. Die Lemon mit. Warte mal, jetzt relativ viel. Dick. Da haben wir noch eine Banane. So. Dann laufen wir nachher rauf und essen oben mal was. Warte mal, liegt. Was sind denn das? Sind das normale Stifte oder? Ja, ganz normale Stifte. So, der unten ist da hinten. Nein, ist kein Zimmer mehr. Dann gehen wir gleich einmal jetzt ganz rauf. Lassen den ersten Stock mal sein. Und sperren uns in den kleinen Kammer ein. Ah, da geht ja die Tür auch nicht zumachen. Das geht. Gehen hier überhaupt Türen zumachen? B1 Pistol, 00 Bucks. Was sind denn? Das sind auch 00 Bucks, ist uninteressant. Shotgun. So, noch ab aufs Dach. Ah, da ist gerade urdunkel. Es wird nachher gleich Service dort sein, schätze ich einmal. So, da ist auch nichts. Na. Aufs Dach mit der Leiter. Ja, schon klar. War ich ja eh. Meistens ist aber so, halt ab und zu ist ja was oben, aber sonst. So, da ist ein First Aid-Kit, ein leeres. Wie ist denn unseres? Ist das Pristine? Ja, dann ist egal. Bei 2 Stück nehme ich sicher nicht mit. Red Band braucht man auch nicht. Schlüssel lasse ich auch mal liegen. Ja, das war der Delay. Aber so viel Delay ist hier nicht. Halt, es geht eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit meiner Handy-App ist, aber ich habe das vorher ein paar Mal so ausprobiert. Und ich muss ehrlich sagen, es war eigentlich fast gar nichts. Halt von der Handy-App, vom Chat her mit einem anderen Chat. Da ich ja keinen zweiten Monitor habe, ist das sonst ein bisschen. Ja, sonst wäre ich halt, könnte ich mal den Stream ja nebenbei auch machen. Und dann hätte ich halt noch weniger Verzögerung. Weil auf der Handy-App hat man viel mehr Verzögerung. Halt beim Bild zumindest, beim Chat eigentlich nicht. Aber beim Bild hat man Verzögerung. So, jetzt muss ich noch schauen, da drüben ist nochmal die Polizeiwache noch. Da gehen wir jetzt rauf. Oh lol, bei mir gibt es der Tablet, was? Tablet und Handy einen Ersatz von 14 Sekunden. Ja, aber nur aufs Bild, auf dem Chat nicht. Der Chat ist instant da. Das ist ein bisschen komisch, nämlich. Ein Kollegen, über das höre ich es auch früher. Wie hat die eigentliche die Game City gefallen? Ja, da reden wir gleich. Warte mal, da reden wir gleich drüber. Ich sperre mich nur mal in den Raum hier ein. Das soll ich ja nicht vergessen. Und wir werden jetzt mal was trinken, nebenbei. Und nebenbei kann ich ein bisschen über die Game City plaudern. Ja, mir hat die Game City sehr gut gefallen. Halt die Game City selber als Messe eher nicht. Ist ziemlich unnötig. Ich so, es sind einfach zu wenig attraktive Entwickler dort und sie stellen halt alles mit Konsolen aus, weil einfach Sony und Xbox, Microsoft sozusagen die ganze Game City sponsern. Und
Deswegen ist von den Ausstellern her eigentlich das ziemlich unnötig. Es ist das, die Leute sind cool dort. Mir hat's am besten aber gefallen, die Susi, die da waren. Es waren nämlich von mir fünf, vier oder fünf. Jetzt müsste ich lügen. Vier oder fünf Leute. Natürlich, die sind mit von Carbon waren auch noch einer zusätzlich. Also wir waren so sechs, sieben Leute, die nachher da waren. Da sind wir nachher ein bisschen gemeinsam herumgegangen und war ein netter Abend, ein netter Nachmittag, haben wir ein bisschen geplauscht. War geil eigentlich. Handy empfängt alles rüber, das Tablet. Naja, okay, das ist aber dann vom Tablet wahrscheinlich abhängig. Irgendwie ein bisschen komisch. Ja, sonst die Game Cities selber ist halt immer im Wiener Rathaus, das ist halt, da hast du Prunksäle, so Festsäle halt. Ich finde es ein bisschen sinnlos, den Ort. Ist der falsche Ort einfach gewählt für so eine Spielemesse. Weil ich finde es meines Erachtens ist es sinnvoller, wenn du das irgendwo in einem Messezentrum oder in einer großen Halle magst oder sowas, wenn du weniger Platz brauchst. Weil du dann einfach, ja, du hast eine Ebene, dann kannst du die einzelnen Stände schön nebeneinander, du kannst die einzelnen Räume besser dekorieren und so weiter und so fort. Und da hat man halt gesehen, der letzte Raum, wo der Ober-18-Bereich war, der eine, der war einfach ohne Dekoration, da sind nur die Konsolen drinnen gestanden und das war's. Da waren die Wände nicht irgendwie dekoriert oder sonst was. Das war ein bisschen lieblos, das Ganze, und das hat mich ein bisschen gestört, halt muss ich ehrlich sagen. Da gibt es einfach bessere Messen. Halt, wenn's da anschaust, was auf der Gamescom. 9 mm Rounds brauche ich nicht. Ja, Gamescom habe ich auf jeden Fall vor, nächstes Jahr zu gehen. So, jetzt muss ich da die Tür zumachen, die darf ich nicht vergessen. Gamescom habe ich ja vor, wahrscheinlich nächstes Jahr zu kommen. So kurz ins Inventar, das ist nichts, dann nehmen wir das Buch dabei mit. Aber ganz genaues kann ich eigentlich noch nicht sagen. Halt, werden wir schauen mal, wie die Zeit läuft. Es ist nämlich doch einiges an Kohle, was da drauf geht für die paar Tage. Ah, glaubst du wirklich, dass es wegen Windows 8 ist? Was für ein Browser benutzen? Weil ich glaube, ob das nicht. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Windows 8 zu tun hat, dass das auch mit Hitbox nicht funktioniert. Da könnte was für ein. Naja, das Wiener Rathaus ist nicht mehr so ein richtiges. Halt, dass du sozusagen sagst, das ist ein Rathaus, wo sozusagen der Parteienverkehr und so weiter ist, sondern nein, das ist eher so ein Prunkhaus. Das ist sozusagen das war früher mal das oberste Rathaus oder so, aber jetzt ist es eher so, das sind Säle, natürlich sind Verhandlungsräume und Büros und so weiter drinnen, aber das ist halt der große Festsaal ist und so weiter. Das ist schon, ja, es ist eine coole Location zum Feiern, halt für so große Feste, für irgendwelche Prunkfeste, aber nicht für eine Game City, finde ich. So, was haben wir dann, 1911er? Ein Auto, was für ein Browser benutzen du? Probier mal mit Chrome, weil oder mit ja, eher mit Chrome. Halt mit Chrome habe ich eigentlich am wenigsten Probleme. Halt ich würde das Rathaus nicht als ein standardmäßiges Rathaus anerkennen oder halt so sehen, wie man jetzt weiß nicht, als sonst in den ganzen Städten ein Rathaus erkennt. Ja, bei Chrome habe ich eigentlich auch nie Probleme. Halt, ich benutze eigentlich jetzt nur Firefox und Chrome, weil ich ja durch die zwei Facebook-Accounts und so weiter, durch meinen privaten und durch den Kanal-Account, jetzt habe ich das ein bisschen aufgeteilt. Oh, ein Black Balakaff. Jetzt brauchen wir noch ein Nähzeug, dass das auch verbessert wird. So, Kartoffeln nehmen wir nicht. Die hätte ich fast übersehen. So, da haben wir eine. Die nehmen wir mal mit. Scheiße, da haben wir keinen Platz mehr. So. Aber ist da nicht noch eine Waffe auch gelegen? Was ist denn das für eine? 1911 Engraved. Was für eine ist denn besser? Die 1911 normal oder die Engraved? Naja, es ist nicht direkt eine Messehalle. Es ist ein Rathaus und da sind große Säle halt drinnen. Die Encrypt ist besser, okay, dann nehmen wir den Encrypt mit. Was ist der Unterschied zwischen der Encrypt?
Zwischen der normalen 1911 und den Quaver, ich falls du einen Unterschied auf die Schnelle weißt, wäre super. Hey, da liegen ein paar Bücher untereinander.